Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, wo ist eigentlich mein Sound? Zu Shopping Cart Hero 3, einem Launch Game, wenn man so möchte. Und definitiv eins meiner Favorisierten. Wow. Okay, ich bin gerade hart verwirrt. Ich muss erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Ich find's aber prinzipiell einfach super, dass man in einem Einkaufswagen einen scheiß Berg runterfährt und dann über eine Sprungschanze springt. Und es gibt natürlich gefühlte 3 Millionen Upgrades. Ich kaufe mir erstmal bessere Räder, das ist relativ wichtig. Später kann man sich dann auch Raketen kaufen und noch allen möglichen Stuff. Man kann sich, glaube ich, sogar... Genau, man kann sich auf jeden Fall Tricks kaufen und dann eben diverse Tricks machen, während man in der Luft ist. Ja, dieses gruselige Telefon von irgendwem klingelt schon wieder. Ja, also kann man dann halt diverse Tricks machen, um noch mehr Punkte zu kriegen. Irgendwie checke ich die Steuerung hier gerade noch nicht ganz. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man sich später sogar Groupies holen und die mit in den Einkaufswagen nehmen. Das ist auch so richtig sinnlos. Was? Oh, ich glaube, das habe ich jetzt sogar schon. Ja, genau, Groupie im Einkaufswagen. Fantastisch. Ich habe noch keine Ahnung, wie das mit den Anzeigen da unten funktioniert. Irgendwie ist das ganz, ganz wirsch. Okay, ich glaube, die erste Anzeige habe ich jetzt gecheckt, aber die zweite irgendwie noch nicht. Ach, Helm. Scheiß auf Helm. Helm ist für Weicheier. So, jetzt nach vorne drücken. Und wann drücke ich nach oben? Am zweiten Schild? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, oder? Also am dritten Schild, wenn dann eher. Das war auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich. So, nochmal gucken. Also an dem Schild nach vorne und an dem nach oben. Okay. Also kurz vor Ende der Schanze dann. Ah, okay. Alright, alright, alright. Langsam wird das doch was. Oder auch nicht. Nicht wieder zurückrollen. Nein. Kann ich mir nicht bald mal irgendwas Tolles kaufen? Was ist das denn? Handlebar Streamers. Bringt ein bisschen Style. Now with extra glitter. Wow, super. Ah, ich kann mir aber Tricks kaufen. Der Trick ist up, up, up. Und der ist left, left, up. Okay, finde ich super. Machen wir mal. Au. Das hätte ich mir vielleicht früher überlegen sollen. Okay, ich nehme vielleicht doch mal den Helm mit. Das Schöne ist, dass die Groupies dabei auch sterben und dann weg sind. So, noch einen kleinen Superman gemacht und mal richtig weit gekommen. Na, das bringt doch auch schon fast 400 Dollar. Das ist doch was. Nehme ich hier die Streamers auch nochmal mit. Einfach weil sie fancy sind. Schön auf den Arsch gesetzt, wa?
Ah oh Gott, was für ein unfassbares Kackspiel, aber irgendwie auch unterhaltsam. Also, wobei, ich weiß nicht, der dritte Teil, ich glaube, ich fand den zweiten besser, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Na, ah, versteck dich hinter dem Maiskolben, das funktioniert garantiert. Okay. So, was könnte man denn mal noch kaputt machen? Tja, irgendwie nicht so richtig. Ich schade, dass ich keinen alten Spielstand gehabt habe. Ah, es wird nämlich später noch durchaus unterhaltsamer. Gerade mit diversen anderen Tricks, wie dem Pole Vault zum Beispiel. Stabhochsprung im Einkaufswagen ist immer sehr empfehlenswert. Ich würde auch gern noch mal irgendwie ein bisschen Scheiß aufrüsten, aber ich verdiene am Anfang einfach zu wenig Geld, weil ich einfach zu vercheckt bin. Nee, ich, Alter! Das ist doch nicht normal. So, Hauptsache mal nicht auf die Fresse legen. Und ich kaufe gleich nochmal einen anderen Trick. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Hallo? Hallo, hallo? Geht's weiter? Ja. Thank you. Ich könnte natürlich nochmal Groupie, aber nee, ich hole mir mal den Up and Out. Der ist auch recht einfach zu machen. Dreimal nach oben drücken, das kriege ich gerade noch hin, glaube ich. Alter, ist doch alles nicht wahr. Ah, okay, ein letzter Versuch noch, dann habe ich, glaube ich, für heute auch schon genug. Ah, Shopping Cart Hero. Jawohl. Da wollte ich schön die Tricks kombinieren, aber dafür fehlt mir im Moment einfach noch die Höhe. Na, wobei, die 20 Sprünge kann ich jetzt auch noch voll machen. Haben wir wenigstens eine runde Zahl, das ist doch auch was. Wobei, Dinge, die 19 sind, ne? Aber egal. So, nach dem dunklen Turm sieht das hier auch nicht aus. Ja, so viel zu Shopping Cart Hero 3. Ich weiß, es ist total bescheuert. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, erstmal so die ersten sinnigen Upgrades zu kaufen, dann ist es echt ganz witzig. Und ja, Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten einen angenehmen Tag noch und bis zur. Oh Gott, es gibt sogar verschiedene Welten. Das ist neu. Bis zur nächsten Folge wollte ich sagen. Macht's gut, haut rein und tschüss.